Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns der Smog Teil 4. Heute die Leo Köhler Einsatzkampfjacke oder der KSK Smog. Leo Köhler ist eine deutsche Firma. Wir waren auch selbst schon vor Ort. Cooler Laden, coole Leute tatsächlich. Bei der Bundeswehr im Einsatz. Leo Köhler ist auf jeden Fall euch allen, denke ich, ein Begriff. Top-Qualität auch, kann man nichts dran aussetzen. Manchmal sind die Schnitte vielleicht ein bisschen zu weit und nicht anatomisch combatmäßig geformt, wie man das jetzt von Arc'teryx oder anderen kennt, aber auf jeden Fall bulletproof und auch Preis-Leistung, wie gesagt, stimmt auf jeden Fall. Der KSK Smog ist genau aus diesem Grund auch sehr beliebt. Was da natürlich auch noch positiv hervorzuheben ist, ist die gute Ausstattung an Taschen und die hohe Verfügbarkeit dieses Smogs. Das heißt, ihr kriegt ihn in vielen verschiedenen Farben und Tarnmustern und natürlich auch Größen immer eine gute Verfügbarkeit gewährleistet. Aber die Details schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Wir kommen zu einem deutschen Hersteller von Smogs. Die Rede ist von Leo Köhler. Der KSK Smog, den wir hier haben, ist in Größe XL und kommt in Steingrau-Oliv. Bei der Größe hat Leo Köhler gut bemessen. Der Smog ist etwas größer, was sich dann aber beim Tragen von mehreren Lagen darunter positiv bemerkbar macht. Zur Referenz, der Träger ist 1,80 Meter groß und wiegt 110 Kilo. Material und Verarbeitung. Beim Material setzt Leo Köhler auf 50% Polyester und 50% Baumwolle Ripstop. Die Reißverschlüsse sind von YKK und vollständig aus Metall. Bei den Knöpfen werden durchgehend Canadian Slotted Buttons verwendet. Die Nähte sind alle sauber ausgeführt. Die Verarbeitung wirkt generell sehr gut. Ausstattung. Der Leo Köhler Smog hat insgesamt 15 Taschen. Die vier aufgesetzten Taschen auf der Vorderseite sind gleich aufgebaut und mit Canadian Button verschließbar, wobei die Taschen alle eingefaltet werden können, um besseren Schutz des Inhaltes zu gewährleisten. Jede Tasche hat einen D-Ring auf der Innenseite zur Sicherung von Ausrüstung. Die beiden Seitentaschen sind genau wie die Fronttaschen mit Umlegefalte und D-Ring ausgestattet. Die Brusttaschen sind mit Napoleon-Zippertaschen unterlegt, die sich bis zur Schulter hinauf füllen. Die Rückseite des Smogs bietet eine große Tasche mit Umlegefalte und drei Canadian Slotted Buttons. Auf dem rechten Oberarm ist eine kleine Tasche für eine Bandage untergebracht. Auf dem linken Oberarm eine flache Tasche mit Canadian Button und Klett auf der Außenseite. Innen hat der Smog auf jeder Seite eine Einschubtasche mit Zipper. Weiterhin findet man am unteren Rücken zwei große offene Einschubtaschen. Ablaufösen sind keine vorhanden. Als Referenz haben wir eine US-Kantine mit Becher in die hintere Fronttasche und vier AR-Magazine in die vorderen Fronttaschen gepackt. Auf der linken Brust und auf der rechten Brust ist ein Klettstreifen für Namensschild und Truppengattung. Der Klett für das Rangabzeichen ist auf der Windflappe mittig untergebracht. Der durchgängige Zwei-Wege-Reißverschluss zum Öffnen des Smogs geht vom Kinn bis 10 cm zum Jackenabschluss und lässt sich von beiden Seiten öffnen. Er ist mit einer Windflappe versehen, die mit Slotted Buttons geknöpft wird. Rechts neben dem Reißverschluss findet man einen Durchgriff für die oberen Innentaschen. Die Jacke kann mit Hilfe von Kordelzügen zwischen den Fronttaschen zusammengezogen werden. Ein weiterer Kordelzug findet sich am Jackenabschluss. Zur Belüftung hat der Smog an den Unterarmen einen Zwei-Wege-Reißverschluss, der kein Unterlegungsfutter hat. Weitere Ausstattungsmerkmale sind verstärkte Unterarmbereiche, die zusätzlich einen Einschub für ein mitgeliefertes Polster haben. Der Ärmelabschluss ist gerade und lässt sich mit Klett justieren. Die fest vernähte Kapuze ist mit einer Drahteinlage versehen und lässt sich per Kordelzug justieren. Weiterhin gibt es einen Klettstreifen zur Größeneinstellung am Hinterkopf. Der Smog wiegt in der Größe XL 1550 Gramm. Extras. Der Leo Köhler Smog bietet als Extras Klettfelder oberhalb der Armtaschen für Patches. Das war der Leo Köhler KSK Smog oder die Einsatzkampfjacke. Unserer Meinung nach einer der besten Smogs im Preis-Leistungs-Verhältnis, auch wenn er nur in Anführungszeichen 15 Taschen hat, wenn man den mit dem Tech-Gear vergleicht, klingen alle Smogs irgendwie unterbetascht, sage ich mal. Aber tatsächlich sind die Taschen gut erreichbar, von der Größe her auch gut, passt alles rein, gibt es nichts dran auszusetzen. Den Leo Köhler Smog bekommt ihr bei Recon Company, der Link ist unten eingeblendet. Nutzt ihr ihn selber, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, Lack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.